Die Welt schaut nach Zweibrücken. Insbesondere im Kultursommer Rheinland-Pfalz unter dem Motto Kompass Europa. Nordlichter, also nach Schweden. Auf diese besondere Beziehung Schweden-Zweibrücken. In Personalunion verbunden schickte Schweden seine besten Beamten, seinen besten Baumeister und Landvermesser nach Zweibrücken und einem der besten, Jonas Eriksson Sundahl, soll in Zweibrücken wieder mehr gedacht werden, um das in Kultursommer herauszustellen. Zweibrücken hat mehr verdient, insbesondere die Bedeutung des Herzogtums Zweibrückens. Wir zeigen Ihnen grenzübergreifend zwischen Saarland und Rheinland-Pfalz die Bedeutung dieses Baumeisters, aber auch seines bedeutendsten Werkes des Herzogschlosses in Zweibrücken. Ich heiße Sie nicht nur sehr herzlich willkommen zur Eröffnung der Ausstellung über das Leben und Schaffen des Zweibrücker Hochbaudirektors Jonas Eriksson Sundahl, sondern ich nutze auch gerne die Gelegenheit, ein Dankeschön zu adressieren an Sie, liebe Freunde des Museums, dafür, dass Sie auch heute Abend dieser Vernissage wieder einen würdigen Rahmen verleihen. Ein großes Dankeschön gebührt an der Stelle aber auch dem Einzelnen, den Machern und den Unterstützern, die ihre Arbeit und Freude in die heutige Ausstellung gesteckt haben. Ich danke den Autoren des Begleitkatalogs Ottmar Freiermuth und Georg Modell sowie den Mitgliedern des Fotoclubs Homburg Saarpfalz für ein bewundernswertes ehrenamtliches Engagement. Dem Saarpfalzkreis ist zu danken für die Bereitschaft, das Sundahl-Projekt gemeinsam durchzuführen und auch den Begleitband mitzufinanzieren. Ja, und last but not least danke ich auch dem Team unseres Stadtmuseums und insbesondere auch Ihnen, Frau Dr. Christmann. Ihre Ausstellungen haben immer einen hohen Anspruch und nebenbei eine ganz praktische Bedeutung. Sie tragen nämlich enorm zur Attraktivität unserer Stadt als Wirtschafts- und Bildungsstandort bei. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass eine Nachfrage heute da ist. Anna Katharina von Sundahl, herzlich willkommen bei uns in Zweifel. Danke. Die Vorsitzende der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft, Camilla Adner-Schneid, ist auch da. Ich freue mich, dass Sie nach Zweifel gekommen sind. Ich grüße natürlich auch sehr herzlich die Musiker, dieser Veranstaltung wieder einen würdigen Rahmen verleihen, Christiane Mandener und Thomas Klein. Dass Zweibrücken sich einen guten Namen in der Kunst- und Kulturgeschichte gemacht hat, liegt einmal an den Herzögen von Pfalz-Zweibrücken und zum Zweiten an schwedischen Beamten. Sie waren es, die nach einem Jahrhundert von Kriegen, Zerstörung, Hunger und Seuchen zu Beginn des 18. Jahrhunderts das Herzogtum erneut aufbauen. Sie schufen die Grundlage für eine wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit im Zeitalter des Barock. Einen davon, Jonas Eriksson Sundahl, stellen wir heute in einer Ausstellung vor, die bis 9. Dezember zu sehen ist. Sundahls Leidenschaft war eher die Landvermessung. In unserem Gedächtnis ist er als herausragender Architekt haften geblieben. Baute er doch so bedeutende Gebäude wie das Residenzschloss und Schifflig in Zweibrücken oder das Jagdschloss Gustavsberg in Jägersburg. Die Ausstellung gibt einen Einblick in das Schaffen von Sundahl und macht deutlich, welche Bedeutung er für die Entwicklung Zweibrückens hat. Ich wünsche Ihnen eine gute Veranstaltung heute Abend und nachher beim Rundgang viel Spaß und viel Freude. Schön, dass ich heute Abend hier sein kann, freue mich und gratuliere all denen, die an dieser Ausstellung mitgewirkt haben, Frau Christmann, den Autoren dieses wunderschönen Heftchens und den Fotofreunden, Homburgschen Zweibrücken, dass sie sowas möglich gemacht haben. Ich bin deshalb gerne gekommen, weil die Ausstellung nochmal verdeutlicht, wie nah wir eigentlich verwandt sind. Ja. Wir waren ja schon mal zusammen, aber wir haben
damals im 17. Jahrhundert die Kriege gemeinsam erlitten, wenn man sich die Karte von Tiedemann Steller betrachtet, die vorher erstanden ist und die Beschreibungen liest, die dann später da waren, war unsere Gegend leergefegt, leergeräumt, fast menschenleer. Es kamen viele Einwanderer zu uns, Gott sei Dank. So, und dann erstand eine bauliche Blütezeit, die eigentlich unvergleichlich ist. Wir versuchen ja seit ein paar Jahren mit der Barockstraße, die ja mittlerweile einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat, auch dank des Herrn Lupp, auf diese Zeit in besonderer Weise aufmerksam zu machen, weil sie unsere Gegend ja jetzt wirklich Schmuck macht. Und ihnen ist es gelungen, manche dieser Teile wieder zu rekonstruieren, wenn ich an das Zweibrücker Schloss denke. Oder Schifflig passiert ja, soll ja demnächst einiges passieren bei uns im Homburger Bereich. Karlsberg ist fast nichts mehr da, welche Mühe wir jetzt haben, die Orangerie und die Schwanenweiher und das Toastbecken wiederherzustellen. Also für all die, die sich dafür interessieren, kann ich sagen, es wird in diesem Jahr noch angefangen, und nächstes Jahr im Frühjahr und dann rechtzeitig zum Jubiläum von Karlsberg werden wir beide Dinge restauriert haben, im Einvernehmen mit dem Denkmalpfleger, was immer eine besonders spannende Angelegenheit ist für alle, die mit praktischen Dingen zu tun haben. Also, wir sind dabei. Aber Gott sei Dank sind uns einige Sachen richtig schön erhalten geblieben, zumindest teilweise. Wenn ich an das Jagdschloss Gustavsburg denke, muss das deshalb zuerst erwähnen, weil dort mal Lindemänner Förster waren, also Vorfahren von mir. Deshalb bin ich da immer besonders interessiert dran. Es gibt dort heute noch die vor einigen Jahren wunderschön wieder restaurierte Schlosskapelle. Wir haben das Edelhaus im Schwarzenacker, was jetzt wirklich ein Anziehungspunkt ist für das Römermuseum, aber auch für die Mandisch-Bilder, die jetzt wieder da sind und wo dann auch viele sich trauen zu trauen. Und es ist ein richtig toller Anziehungspunkt. Wir haben Guttenbrunn, Wörschweiler, wir haben die Walpurgiskapelle dort und dann die Klosteranlage in Gräfenthal. Da haben wir nur noch die Kapelle mit dem Kirchenbau, der wird nicht so schön werden, wenn er denn je restauriert wird, als er war. Aber das sind alles Dinge, die wir Jonas Eriksen Sundahl verdanken, und der hat uns der Gegend schon reicher gemacht. Und dass wir diesen Reichtum jetzt nochmal ins Bewusstsein bringen und mit den anderen Barockdingen, die Gießkasten, die die von der Leyen geschaffen haben, das wird in seinem Umfeld zum Teil, was alte Schmelz und so weiter angeht, da haben wir schon was ins Bewusstsein gemacht. So, dass man das jetzt aber richtig griffig nochmal macht. Also ich habe bei der Vorbereitung für diese Ausstellung dann doch auch einiges gelernt über die eigene Heimatgeschichte. Deshalb bin ich richtig froh, dass man sich der Wurzeln erinnert. Nur wer die Wurzeln kennt, kann auch einen Kompass für die Zukunft finden. Von daher bin ich all denen dankbar, die das gemacht haben, dass sie die Erinnerung an Jonas Eriksen Sundahl, der aus einer Wüste etwas Schönes nochmal gemacht hat, wirklich dankbar. Freue mich sehr und wünsche der Ausstellung insgesamt einen guten Erfolg. Die Geschichte unserer Nachbarschaft ist ja damit nicht zu Ende. Barock war der eine Teil, es kam ja dann die Freiheitsbewegung bei Homburg und Zweibrücken, Seite an Seite, Arm in Arm gekämpft haben. Vielleicht kommen wir auch dort noch ein bisschen, wir haben ja hier schon ein schönes Museum und ich denke, wir kommen da noch weiter. Also, es ist eine wunderschöne Zusammenarbeit, es ist ein wunderbares Aufzeigen gemeinsamer historischer Wurzeln, wunderbarer Bauwerk, und nochmal vielen, vielen Dank all denen, die mitgewirkt haben, dies jetzt nochmal so deutlich in die Gegenwart hereinzutragen. Unseren finanziellen Beitrag haben wir deshalb gerne geleistet, und ich hoffe und wünsche, dass Sie alle viel Freude hier ausstellen und in dem Katalog haben werden. In dem Sinne, einen schönen Abend und viel Erfolg der Ausstellung. Die Arbeitsgruppe der Barockstraße Saar-Pfalz und darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu dieser Ausstellung, bei der wir Kooperationspartner sein dürfen.
Ich persönlich bringe heute Abend an, ich muss dazu sagen, den Sprecher dieser Arbeitsgruppe, Herrn Stefan Thomas, der heute mit seiner Landrätin in Sachen Barock unterwegs ist nach Ludwigsburg. Und ich bin kurzfristig sozusagen eingesprungen, ich muss das dazu sagen, ich komme aus Zweifeln, deswegen mache ich das auch ganz gerne, hier vielleicht ein paar Gedanken zu dieser Ausstellung an Sie weiterzugeben. Mein Name ist Peter Lob, ich bin vom Regionalverband Saarbrücken und ich bin dort zuständig für Regionalentwicklung, Kulturtourismus und war sehr lange Denkmalpfleger, auch für unsere Region. Der Dr. Becker, der heute Abend auch hier ist, ist auch von dieser Rege der Denkmalpfleger hier. Und es ist so, dass ich gerne einen Blick auf diese Barockstraße werfen würde. Diese Barockstraße ist eigentlich ein seidener Faden. Und dieser seidene Faden ist in zweierlei Hinsicht bedeutsam für unsere Heimat, für unsere Region, diese Großregion, in der wir leben. Bedeutsam einerseits, weil sie eine Spur legt in einer barocken Epoche, die ja ganz maßgeblich auch bis in unsere Gegenwart hineinstrahlt. Nicht nur in der baukulturellen Welt, sondern auch soziologisch, gesellschaftspolitisch. Und diese Spur, die hat diese Arbeitsgruppe gelegt, ich mache es mal jetzt gerade von Zweibrücken aus, durch diese Stadt Zweibrücken, wo gerade Sundal Augen insbesondere im Vordergrund stehen. Und dann geht diese Barockstraße schlängelnd durch das Land nach Hornbach. Über Hornbach betritt sie dann so langsam das saarländische Territorium. Dort waren die von der Leyen, wie Sie alle wissen, zur Residenzstadt nach Wieskastel. Über Wieskastel schlängelt sich diese Barockstraße weiter nach St. Ingbert, Sulzbach nach Saarbrücken zu den Fürsten der Nassauer, um dort ein weiteres Residenzschloss mit in sich zu integrieren, das Saarbrücker Schloss, aber auch viele andere Merkmale, die aus dieser Zeit in Saarbrücken zu sehen sind, wo es ja einen, wie Sie alle wissen, Kollegen von Sundal gab, der in etwa allerdings nur in derselben Zeit gelebt hat, Friedrich Joachim Stengel, dessen 225. Todesjubiläum hier in diesem Jahr im Saarland besonders feiern. Und ich kann nur sagen, es genießt unsere größte Anerkennung seitens der Kollegen aus dem Team der Barockstraße Saarpfalz. Und diese Anerkennung geht nicht nur an die Kuratorin, Frau Dr. Grissmann, die uns gleich in diese wunderbare Einstellung einführt, sie geht natürlich auch an Künstler. Und ich wünsche mir als Vertreter der Barockstraße Saarpfalz, dass dieses Feuer nicht nur auf der Barockstraße Saarpfalz, sondern für unsere Heimat lange während anhält. Vielen Dank. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Camilla Hartmann-Steitz. Ich bin Vorsitzende der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft Schwedenkönige im Herzogtum Zweibrücken e.V. Unser Verein besteht jetzt in diesem Jahr 6 Jahre und wir freuen uns riesig über die Ausstellung, Frau Glück-Christmann. Oder wir haben uns überlegt in der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft, dass wir nächstes Jahr eine Reise nach Schweden organisieren, unter anderem auf den Spuren von Jonas Eriksson Sundal. Ja, dann wünsche ich Sie, Frau Glück-Christmann, viel Erfolg mit der Ausstellung und ich hoffe, dass heute stand in der Zeitung, das Museum hat 5000 Besucher im Jahr, dass vielleicht diese Zahl etwas vergrößert. Vielen Dank. Und wir werden Ihnen jetzt heute Abend richtigen Barocktanz hier präsentieren. Frau Wallener wird ihn auf dem Cembalo begleiten und Herr Thomas Klein wird uns gleich einen ganz besonderen Tanz tanzen. Neben diesem barocken Tanz des französischen Königs in Versailles gab es noch andere Reihen besonderer Worte zur 600-Jahr-Feier der Stadt Zweibrücken. So erklärte der königlich-schwedische Gesandte in der Bundesrepublik Deutschland, hat sich doch des Öfteren im Laufe der Jahrhunderte die schwedische und die Zweibrücker Geschichte berührt.
besonders aber seit der Zweibrücker Prinz Johann Casimir die Schwester König Gustav Adolfs heiratete, deren Nachkomme Karl XII. Neben der schwedischen Königskrone die Herzogskrone von Pfalz-Zweibrücken trug. Unter seiner Regierung sandte die schwedische Nation die besten Söhne des Landes nach Zweibrücken als Statthalter, Beamte oder Baumeister. Ja, meine Aufgabe ist es jetzt, ein bisschen in die Ausstellung einzuführen. Auch ich darf Sie natürlich ganz, ganz herzlich hier begrüßen. Und bitte erlauben Sie mir, Sie auf eine kleine Zeitreise mitzunehmen. Folgen Sie mir nun ca. 300 Jahre zurück in die Vergangenheit und versuchen Sie sich vorzustellen, wie es damals hier aussah. Ich spreche oft vom 17. Jahrhundert als dem Jahrhundert der Kriege, denn es waren ja nicht nur 30 Jahre, in denen hier Krieg geherrscht hat. In der Pfalz ging es nach dem 30-jährigen Krieg praktisch ohne größere Atempause für die Überlebenden weiter. Das Land hatte sich nach dem Westfälischen Frieden noch nicht erholt. Da rückte die Armee des französischen Königs Ludwig XIV., den wir eben gerade als Sonnenkönig kennengelernt haben, in die Pfalz ein, um den Rhein zur Grenze Frankreichs zu machen. Die wenigen Zwischenkriegsjahre hatten bei weitem nicht gereicht, um das Land wieder aufzubauen. Damals war die Bevölkerung des Herzogtums Pfalz-Zweibrücken auf ca. 10% abgesunken. Während Anfang des 17. Jahrhunderts ca. 50.000 Menschen im Herzogtum lebten, waren es schätzungsweise nur 5.000, die sich ganz unterschiedlich verteilten, vor allem auf die Städte. Manche Dörfer waren ganz ausgestorben, in anderen hausten nur noch wenige Menschen. Ich verwende den Begriff Hausen hier ganz bewusst. Wenn Sie an den Barocktanz eben denken, wird Ihnen vielleicht bewusst werden, wie nah in dieser Zeit Glanz und Elend beieinander lagen, ja, dass die Genusssucht geradezu eine Folge der ständigen Gegenwart des Todes war. Das ist übrigens ein Kennzeichen des Barocks. Diese schreckliche, unruhige Zeit fand mit dem Frieden von Reichswick 1697 endlich ein Ende. Eine fast 100-jährige Friedenszeit begann, in der zuerst harte Wiederaufbauarbeit geleistet wurde, und dann sogar eine ungeahnte wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit erreicht wurde. Und dass dies in Herzogtum Pfalz-Zweibrücken schneller als in anderen Territorien ging, das ist einem Volk zu verdanken, das man nicht unbedingt auf Anhieb in Beziehung zur Pfalz setzen würde. So unwahrscheinlich es für viele klingen mag, die mit der Pfalz-Zweibrücker Geschichte nicht so vertraut sind, Zweibrücken, und dazu gehörten damals große Teile des heutigen Saarpfalz-Kreises, hat eine schwedische Geschichte. Bitte erlauben Sie mir, Sie kurz in diese außergewöhnliche historische Beziehung einzuführen. Sie bildet den Hintergrund zum Thema unserer heutigen Ausstellung. Zurück geht diese enge Beziehung zwischen dem Herzogtum Pfalz-Zweibrücken und Schweden auf eine Liebesgeschichte und nicht wie so oft auf kriegerische Ereignisse. Der Zweibrücker Pfalzgraf Johann Casimir, von Haus aus reformierten Glaubens, war kurz vor dem 30-jährigen Krieg in Glaubensverwandten, nämlich lutherischen Schweden, auf Pfalz auf Brautfahrt gewesen und hatte die schwedische Prinzessin Katharina zur Ehefrau gewinnen können. Als jüngerer Sohn von Herzog Johann I. tat er gut daran, sich eine vermögende Ehefrau zu suchen. Jüngere Söhne waren im Haus Wittelsbach, seit sich auch bei ihnen die Thronfolge des Erstgeborenen durchgesetzt hatte, nicht gerade gut gestellt. Johann Casimir hatte nur eine kleine Herrschaft Kleeburg im nördlichen Elsass zu seiner Versorgung geerbt und das reichte nicht gerade für das standesgemäße Leben eines Pfalzgrafen. Da war es ein Glücksfall, dass er auf seiner Reise nach Schweden Herz und Hand einer schwedischen Prinzessin gewinnen konnte. Es verdeutlicht aber auch, welches Ansehen die wittelsbachischen Pfalzgrafen, selbst wenn sie nicht begütert waren, im europäischen Hochadel genossen. Der Pfalzgraf bei Rhein war nach der Verfassung des Alten Reiches schließlich der Stellvertreter des Kaisers. Katharinas Halbbruder war übrigens jener berühmte König Gustav Adolf von Schweden, der die protestantische Sache im 30-jährigen Krieg vehement verteidigte, bis er in der Schlacht von Lützen den Soldaten tot starb. Vielen Protestanten ist der Name heute noch durch das Gustav-Adolf-Werk geläufig. Als Gustav Adolf fiel, erbte die schwedische Krone seine einzige Tochter.
die legendäre Königin Christine. Spätestens an die Kirchengöttin Greta Garbo sie verkörperte, gelangte sie zu Weltruhm. Christine war eine sehr exzentrische Frau. Nach einigen Regierungsjahren konvertierte sie zum Katholizismus. Man muss sich das mal vorstellen. Die Königin des lutherischen Schwedens und Tochter des Erzprotestanten Gustav Adolf wechselte zum Katholizismus über, zog nach Rom, weil sie dem Papst nahe sein wollte, und überließ die Königswürde in Schweden ihrem Cousin Karl Gustav. Dieser Karl Gustav war nun niemand anderes als ein Sohn unseres Zweibrücker Prinzen Johann Kasimir, der nach Schweden auf Brautfahrt gegangen war, wodurch man mit Fug und Recht behaupten kann, dass nun ein Zweibrücker auf dem schwedischen Thron saß. Die Wittelsbacher behielten den schwedischen Thron für drei Generationen. Die drei Könige aus dem Hause Zweibrücken-Kleeburg trugen alle den Namen Karl und die Ordnungsnummern 10 bis 12. Das Königtum der Wittelsbacher in Schweden endete mit dem Tod des kinderlosen Karl XII. 1718. Soweit nun die Geschichte der Zweibrücker in Schweden. Es gibt aber auch eine Geschichte der Schweden in Zweibrücken. Und beide hängen ursächlich zusammen. Lassen Sie mich auch das kurz erklären. Als die in Pfalz Zweibrücken regierende Linie des wittelsbachischen Fürstenhauses ausstarb, erbte die Herzogswürde der nächstverwandte männliche Wittelsbacher. So war das bei den Wittelsbachern seit dem Mittelalter. Und das war nun mal der schwedische König Karl XI. Der hängt übrigens hier rechts im Herzogssaal, der Mann in dem Goldrahmen. Das ist also Karl XI., der das Herzogtum geerbt hat. Die Regierung konnte er allerdings nicht antreten. Die Pfalz war damals französisch besetzt, haben wir ja gerade vorhin gehört, dass Ludwig XIV. Das Land besetzt hatte. König Ludwig XIV. Von Frankreich, der Sonnenkönig, tanzte nämlich nicht nur, sondern er versuchte damals gerade mit höchst zweifelhaften Argumenten das linke Rheinufer seinem Königreich einzuverleihen. Keine schöne Zeit für die Pfalz, die dadurch kurz nach dem schrecklichen 30-jährigen Krieg schon wieder zum Kriegsschauplatz geworden war und Not und Elend erleben musste. Erst im Frieden von Reichswick musste Frankreich auf die Pfalz verzichten. Das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken wurde dem legitimen Erbe, dem schwedischen König Karl XII., das war sein Sohn, zugesprochen, der daraufhin im Herzogtum Pfalz-Zweibrücken für zwei Jahrzehnte eine Gouvernementsregierung errichtete. Und damit sind wir nun in der Zeit angekommen, in der der Schwede Jonas Eriksson Sundahl nach Zweibrücken kam. Karl XII., der übrigens selbst sein deutsches Herzogtum nie sah, installierte hier eine Regierung, die den Auftrag hatte, dieses verwüstete Land wieder aufzubauen, was nicht ganz selbstlos war. Karl führte sein ganzes Leben lang Krieg und das musste schließlich finanziert werden, wozu ein verwüstetes, entvölkertes Land nichts beitragen kann. In den beiden Jahrzehnten, in denen Pfalz-Zweibrücken und Schweden verbunden waren, gelang es, die Verwaltung des Herzogtums zu modernisieren. Schweden war nicht umsonst damals die modernste Großmacht in Europa. Der klugen, auf religiöser Toleranz beruhenden Einwanderungspolitik ist es vor allem zu danken, dass das entvölkerte Land wieder besiedelt wurde und damit die landwirtschaftliche und gewerbliche Produktivität erheblich gesteigert werden konnte. Die Regierungszeit Karls XII. Schuf die Grundlage für die wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit des Herzogtums bis zu seinem Ende durch die Truppen der Französischen Revolution 1793. Da die schwedische Regierung die traditionellen Rechte und Strukturen im Herzogtum respektierte, empfand die Bevölkerung die Herrschaft des Schwedenkönigs übrigens nicht als Fremdherrschaft. Staatsrechtlich gehörte Pfalz-Zweibrücken ja auch nicht zu Schweden. Es war Schweden nur dadurch verbunden, dass beide Länder vom selben Fürsten regiert wurden. Man nennt das Personalunion. Als Karl XII. Kinderlos starb, fiel die schwedische Krone an seine Schwester. Im modernen Schweden galt die weibliche Erbfolge. Ist ja heute noch so, dass Schweden eine weibliche Thronfolgerin hat. Nicht so in den wittelsbachischen Landen. Pfalz-Zweibrücken fiel an seinen nächsten männlichen Verwandten, seinen Cousin Gustav Samuel Leopold, auch er ein in Schweden aufgewachsener Kleeburger. Die Personalunion zwischen Schweden und Pfalz-Zweibrücken hatte somit nur zwei Jahrzehnte bestanden. Eine für geschichtliche Zusammenhänge sehr kurze Zeit, die jedoch unsere Region stärker als vieles andere geprägt hat.
Die Kleeburger Linie starb übrigens mit dem kinderlosen Gustav Samuel Leopold aus. Es erbte nun die sehr stark nach Frankreich orientierte Linie Birkenfeld, die auf dem von den Schweden gelegten Fundament aufbauen und zwei Brücken in eine Zeit kultureller Blüte führen konnte. Einem der fortschrittlichen schwedischen Beamten, dem es zu verdanken ist, dass das Herzogtum so grundlegend reformiert und wieder aufgebaut wurde, ist die heutige Ausstellung gewidmet. Jonas Eriksson Sundahl, Bau- und Renovationsdirektor von Pfalz Zweibrücken. Er kam mit 23 Jahren als junger, studierter Landvermesser hier ins Land, arbeitete über ein halbes Jahrhundert als Landvermesser und Baudirektor am Wiederaufbau des Landes mit und starb am 5. Juni 1762 im Alter von 84 Jahren in Zweibrücken. Anlass für die Ausstellung ist sein 250. Todestag. Sein Geburtsjahr 1778, ich zweifle ein bisschen daran, man müsste es wirklich einmal kontrollieren, ob es nicht ein Lesefehler ist in den schwedischen Archiven. Er hat sich nämlich mit 10 Jahren an der Universität Uppsala immatrikuliert. Und er mag ja ein kluger Mann gewesen sein, aber ob man wirklich in 10 Jahren damals an die Universität kommen kann, also man müsste es überprüfen. Obwohl die Leidenschaft Sundahls der Landvermessung galt, hat ihn die Nachwelt besonders als herausragenden Architekten im Gedächtnis behalten. Dies liegt wohl daran, dass er in der Region eher seine Spuren als Baudirektor hinterlassen hat. So hervorragende Bauten wie Chiflik und das Residenzschloss in Zweibrücken, Schloss Luisenthal und die St. Walburger Kapelle in Gutenbrunn bei Börschweiler, das Edelhaus in Homburg-Schwarzenacker, das Jagdschloss Gustavsburg und seine St. Hubertus-Kapelle in Homburg-Jägersburg, die Klosterkirche in Gräfenthal, das Schloss Strahlenheim in Forbach, Lothringen, das Jagdschloss Ditschweiler Hof in Lothringen, das Schloss und die Landschreiberei Bad Bergzabern sind mit seinem Namen verbunden. Ottmar Freiermuth, der viele Jahre als Richter im Zweibrücker Schloss gearbeitet hat und bereits 2005 eine Monographie über seinen Dienstsitz vorgelegt hat, war bereit, sich für diese Ausstellung und ihren Katalog auch den anderen Sundahl-Bauten anzunehmen. Er hat akribisch alle bisher Sundahl zugeschriebenen Bauten aufgrund der Quellenlage und durch Stilvergleiche überprüft und konnte einige Gebäude, die Sundahl bisher zugeschrieben waren, endgültig abschreiben, so den Schwedenhof in Schwarzenacker. Offen bleibt die Zuschreibung wohl auch weiterhin bei der oberen Vorstadt in Zweibrücken, das sind die Gebäude in der heutigen Maxstraße, der Renovierung des Meisenheimer Schlosses, Schloss Pettersheim und dem im Zweibrücker Schlossgarten stehenden Salon du Jardin. Von Sundahl gebaut, aber nur noch durch Abbildungen bekannt, sind das Hofgärtnerhaus am Gleicherbach, das herzogliche Archiv in Zweibrücken sowie die herzogliche Kellerei in Ernstweiler, von der schon der junge Goethe sehr beeindruckt war. Das Zuschreibungsproblem ergibt sich daraus, dass Sundahl herzoglicher Baudirektor war, über seinen Schreibtisch alle Bauprojekte des Herzogtums liegen und in der Vergangenheit oft nicht unterschieden wurde zwischen seiner Tätigkeit als Baudirektor, wo er die Bauprojekte eben genehmigte, seinen Stempel darauf setzte, und seiner Tätigkeit als Planer, das heißt, wo er selbst auch Gebäude plante. Dabei ist es eigentlich gar nicht so schwer, die Sundahl-Bauten zu identifizieren. Sie zeichnen sich alle durch einen geradlinigen Barockstil aus. Wobei es Herrn Freiermuth sehr gut gelungen ist, zu zeigen, wie Sundahl, der die Baukunst ja nicht studiert hatte, durch die Praxis von Bau zu Bau dazugelernt hatte. Also seine Bauten werden immer besser. Der Fotoclub Homburg Zweibrücken hat in einem engagierten Projekt die Sundahl-Bauten für Sie fotografiert. Eine Auswahl der Ergebnisse können Sie in der Ausstellung sehen. Die Ausstellung ist eine fotografische Reise entlang der Barockstraße St. Pfalz. Im Gegensatz zu seinen Bauten wurde Sundahls bahnbrechende Tätigkeit als Landvermesser bisher kaum zur Kenntnis genommen. Im Gegensatz zu der Leistung von Tiedemann Stella 150 Jahre vorher. Dies liegt wahrscheinlich vor allem daran, dass ein Kartenwerk nicht geschlossen archiviert ist, sondern nach und nach Karten in verschiedenen Archiven auftauchen. Zum Beispiel vor 14 Tagen in unserem Stadtarchiv oder im Archiv der Herzog-Wolfgang-Stiftung.
und außerdem wenig interdisziplinäre Forschung betrieben wird, die eigentlich für dieses Thema dringend notwendig ist. Also da müssten wirklich die Landvermesser einmal mit den Historikern zusammenarbeiten. In den ehemaligen schwedischen Besitzungen rund um die Ostsee liefert die schwedische Landesaufnahme dagegen seit über 100 Jahren Stoff für die Forschung. Der Kataster Schwedisch-Pommerns, an dem der junge Sundar mitgearbeitet hat, ist das erste Kataster auf deutschem Boden. In Pfalz Zweibrücken beginnt diese Forschung dagegen erst jetzt. Und dass sie beginnt, ist Georg Budell zu verdanken, der das Kapitel Landvermessung für die Ausstellung aufbereitet hat. Herr Budell ist Diplom-Agraringenieur und arbeitet zurzeit an einer Doktorarbeit zum Thema schwedische Landvermessung im Herzogtum Pfalz Zweibrücken. Sundar kam in Begleitung seines Onkels Hesselgren, eines hervorragenden Landvermessers, 1701 nach Zweibrücken. Vorher hat er an der Universität Uppsala studiert und sein Examen vor dem Landmesserkontor in Stockholm abgelegt. Seine ersten praktischen Erfahrungen hatte er in Schwedisch-Pommern gemacht. Gerade dank der langen gründlichen Ausbildung waren die schwedischen Landvermesser damals führend in Europa. Sie lernten präzise und systematisch zu arbeiten und immer die gleichen Maßstäbe zu verwenden. Sie müssen sich vorstellen, in jedem kleinen Territorium gab es ja andere Maßstäbe damals. Und das alles war für die Landvermessung, für eine exakte Landvermessung unabdingbar. Sundars erste Aufgabe war es, über den Zustand des Herzogtums zu berichten und eine umfassende Bestandsaufnahme der Bevölkerung, der Dörfer und Städte, der Landwirtschaft und überhaupt aller Ressourcen durchzuführen. Politischer Hintergrund war natürlich, die Möglichkeiten einer künftigen Besteuerung zu ermitteln und festzulegen. Dies war umso wichtiger, da die liberale Einwanderungspolitik nur durch Gerechtigkeit und Rechtssicherheit bei der Zuteilung von Gütern funktionieren konnte. Mir ist erst durch die Gespräche mit Herrn Modell in den letzten Wochen klar geworden, wie existenziell wichtig die Landvermessung damals war. Stellen Sie sich ein Land vor, in dem es durch das Chaos der Kriegsjahre keine Grenzen mehr gibt, weder zum Nachbarstaat, noch zwischen den Gemeinden und erst recht nicht zwischen den einzelnen Höfen. Da weiß nicht nur die Regierung nicht, auf welcher Grundlage sie eigentlich Steuern erheben soll, es herrscht auch regelrecht Anarchie. Die wenigen Überlebenden nach diesem schrecklichen Jahrhundert dachten natürlich, alles Land im Dorf gehöre nur ihnen, schließlich war der Nachbar ja tot, und sie waren nicht bereit, mit den ins Land gerufenen Einwanderern zu teilen. Und erst wenn man sich diese Situation ganz realistisch vor Augen führt, ich vergleiche das mit den Flurbereinigungsverfahren, die auch heute noch selten ohne größere Konflikte in den Dörfern ablaufen, erst dann kann man ermessen, was die schwedischen Landvermesser und vor allem Sundar geleistet haben. In Schweden gelang es, das Land ganz gerecht zwischen den Bauern zu verteilen. Jede Familie bekam 100 Morgen Ackerland und den gleichen Anteil an den Wald- und Wiesenflächen. 100 Morgen sind nach damaligem Maß ca. 25 Hektar. Eine Fläche, die meines Erachtens recht groß ist. So viel Land bewirtschafteten in meiner Kindheit die wenigsten Bauern. Vor der Verteilung wurde übrigens vom Landvermesser auch die Bodenqualität geprüft und damit sich niemand benachteiligt sah, erhielt jeder einen Anteil an jeder Gewanne, man nennt das Clan-Gewannflur. Also das war das Besondere, dass ganz gerecht Land an die Bevölkerung verteilt worden ist. Die Bedeutung von Sundars Schatten liegt in der Anfertigung des ersten umfassenden Katasters anhand präziser Flurkarten sowie der geografischen Beschreibung und Bewertung der Gemarkungen. Die erste systematische Erfassung und Bewertung aller Wälder gehören ebenso zu seinen Pionierleistungen wie die heutige Klärung von Grenzkonflikten. Er führte mindestens 200 Vermessungsverfahren durch und bildete auch etliche Geometer, die ihn dann unterstützten, aus. Seiner Tätigkeit ist es maßgeblich zu verdanken, dass sich das Land stabilisierte und erholen konnte. Sundar war die Bedeutung seiner Arbeit für den Wohlstand des Landes sehr wohl bewusst. Es sind Zitate von ihm erhalten, aus denen man ablesen kann, wie ungern er sich von seinem jeweiligen Fürsten zu Bauarbeiten abkommandieren ließ. Wenn er baute, konnte er nicht vermessen.
Und das sah er als sein eigentliches Lebenswerk an. Ich glaube, es war ihm sehr wohl bewusst, dass es wichtiger war, die Landwirtschaft neu zu ordnen, als Schlösser für den Adel zu bauen. Die Patenschaften für seine ca. 20 Kinder, die er aus 3 Ehen hatte, zeigen übrigens, dass er ein hochgeachteter Mann in seiner Zeit war. Ganz vielen Dank. Der bedeutendsten Bauwerke dieses schwedischen Baumeisters wollen wir Ihnen jetzt im Anschluss an diese Veranstaltung vorstellen, durch keinen geringeren als den ehemaligen Präsidenten des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken Walter Duri, in dem sich jetzt das Pfälzische Oberlandesgericht im ehemaligen Schloss befindet. Wir laden aber Sie jetzt ein, mitzugehen in dieses unser Schloss. Es überragt die Bauwerke der Stadt und ist auch überragend in der gesamten Pfalz als Zentrum heute der Justiz, nachdem es nicht mehr Residenz sein konnte, denn der Herzog von Zweibrücken wurde ja König von Bayern. Dieses Schloss wurde von einem schwedischen Baumeister unter der Herrschaft eines in Schweden geborenen Zweibrücker Herzogs, Gustav Samuel Leopold, geplant und errichtet. Gehen Sie einmal mit rein, dann erleben Sie unsere Zweibrücken-schwedische Geschichte. Und so ist das Schlossgebäude im nordischen Barock errichtet von dem schwedischen Baumeister Sundal vor 300 Jahren. Ein Treffpunkt für Persönlichkeiten aus dem ganzen Land. Und hoch über den Dächern von Zweibrücken grüßt das Wappen der Wittelsbacher, die heute nicht mehr in der Pfalz ihren Sitz haben, sondern in München. Und so sieht man doch noch die dynastischen Verbindungen dieses Gebäudes. Einige Bilder zeigen zur Baugeschichte des Schlosses und fange am besten mal damit an, dass wir hier einen Originalplan des ursprünglichen Wittelsbacher Schlosses sehen. Es wurde ja 1720 bis 1725 gebaut von Gustav Samuel Leopold. Der Architekt war der berühmte schwedische Baumeister Sundal und er hat diesen Entwurf abgeliefert, der hat die Billigung gefunden. So wurde es ursprünglich eben gebaut. Und es wurde danach zweimal zerstört. Einmal 1793 durch die Truppen Napoleons nach der Französischen Revolution und ein zweites Mal leider zerstört am 14.03.1945 bei diesem wilden Bombardement auf die Stadt Zweibrücken. Diesen Plan hat man nach dem Zweiten Weltkrieg beim Wiederaufbau des Schlosses, also das wurde wiederaufgebaut 1965, hatte man diesen Plan, Originalplan, gefunden in der Bibliothek in Nancy. Und so sah das Haus dann etwa aus. Das hat ein Maler damals gemalt, 1755 etwa. Mitte des 18. Jahrhunderts eine große Blüte, insbesondere zur Zeit der Regentschaft von Christian IV., dem Onkel von Max I., dem späteren bayerischen König. Hier spielte sich das kulturelle Leben in der Südwestecke hier ab. Und eine schöne Ansicht von Süden her, vom heutigen Schlossplatz. Damals war er noch durch diese Gitter unterteilt. Man hatte sich eben zurückgezogen hinter die Gitter 1780. Und dann kamen die Truppen Napoleons nach der Französischen Revolution. Es wurde der Freiheitsbaum aufgestellt 1793, ein Gemälde von Pütz. Folge war dann allerdings dieser Bewegung, dass das Schloss zerstört wurde und es stand dann ausgebrannt zunächst inmitten der Stadt, hier eine Zeichnung von 1793. Und es war zunächst dann nicht mehr benutzbar, bis schließlich durch den Wiener Kongress die Zweibrücker Lande an Bayern fielen und etwa 1716 dann Max I. sich entschloss, das Haus seines Onkels, das Schloss in Zweibrücken,
wo er eben teilweise seine Jugend verbracht hatte, wieder aufzubauen. Zunächst allerdings als Kirche, wobei er sich dabei einen Teil des Gebäudes als Schlafgemach vorbereiten ließ. Das war die sogenannte Maximilianskirche, eine Ansicht von 1818. Es war aber nur teilweise als Kirche benutzt, teilweise, wie gesagt, königliche Gemächer, falls der König aus Bayern einmal zu Besuch in seine alte Heimat kommt. Und danach wurde ein Turm angebaut. Das war etwa 1847. Er wurde nach einigen Jahren, etwa 1867, wieder abgetragen und das gesamte Gebäude wurde dann als Justizpalast ausschließlich für die Justiz benutzt. Ludwig hat tatsächlich dann in Zweibrücken das Schloss besucht. 1829, ein schöner Stich. Er besucht die Gerichtsverhandlung des Appellhofes im Schloss in Zweibrücken. Eine Ansicht von 1870. Das ist auch das markante, stadtprägende Bild dieses Hochhauses an dieser Stelle. Ein Bild von 1900, Schloss und Markt. Herrlich, diese alten Stände mit den alten Wägen. Um 1909, da war jetzt die Wasserleitung in Zweibrücken gebaut und zum Anlass dieser Installation wurde dieser Brunnen gestiftet, der jetzt am Mannlichplatz steht. Er stand früher an der Spitze des Schlossplatzes. 1923 war es dann eine Grünanlage und 1930 sah es etwa so aus. Dann brauchte man den Platz als Aufmarschplatz, dann wurde er wieder etwas freier gelegt. Dann dauerte es nicht mehr lang bis zu dem Schicksalsschlag für das Schloss und für die Stadt Zweibrücken. Hier Originalaufnahmen amerikanischer Bomber, war das schöne Zweibrücken in Schutt und Asche. Hier sehen wir Zweibrücken nach der Bombardierung, wenige Tage von einem Flugzeug aus gesehen, vor uns die katholische Kirche und das ist das Schloss, beziehungsweise was noch von ihm übrig geblieben ist. Der Schlossgarten, der kleine Exerzierplatz, der Rosengarten. Stadtmitte von Zweibrücken, das ist die Kreuzung zwischen Fruchtmarktstraße, Hauptstraße, dem Erdboden gleichgemacht. Kaum noch ein Stein auf dem anderen. Eine ganz, ganz traurige Situation für die Stadt, für Zweibrücken. Doch man hat es dann gemeistert, obwohl das Schloss innerlich völlig ausgebrannt war. Es standen nur noch ein paar der Restmauern. Es war für uns ein Abenteuer. Viele, die zurückkehrten, waren entsetzt von dem, was geschehen war. Ganz besonders schön war diese Eingangspforte an der Hinterseite, dieses schmiedeeiserne Tor, das leider nach dem Krieg, nach der Zerstörung verschwunden ist. Die Zerstörung selbst sieht man sehr drastisch hier. Ein Bild von 1945 nach dem verheerenden Bombenangriff am 14.03.1945. Nachdem das Schloss dann wieder errichtet wurde, das war zwischen 1962 und 1965, hatte es dieses Gesicht. Es war übrigens ein langer Streit, ob das Schloss wieder aufgebaut werden sollte und ob das Oberlandesgericht, das ja zwischenzeitlich in Neustadt wieder errichtet worden war, ob das wieder nach Zweibrücken zurückkehren sollte. Das war ein Glück, das Schloss wurde in dieser ursprünglichen Gestalt wieder errichtet und es hat jetzt wieder die ursprüngliche Form. Der erste Neuaufbau hatte diese Form nicht. Diese Bilder, die Sie jetzt gesehen haben und andere Ausstellungsstücke werden wir in Zukunft im Foyer des Schlosses ausstellen. Wir werden so eine kleine Museumsecke einrichten. Wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Und wir werden diese Sendereihe Zweibrücken digital im Kultursommer Rheinland-Pfalz, Kompass Europa, Nordlichter Schweden fortsetzen. Denn diese Geschichte ist einmalig und darf nicht verschludert werden.